Maui, Leute. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem. Nicht mehr klatschen. Gamer Brother. Freunde, heute gibt es ein neues... Ich versuche mir dieses Klatschen abzugewöhnen. Heute gibt es ein neues Wood Champions Rewards Video plus Packs von gestern und auch von vorgestern eins. Ich habe absolut Packluck gehabt, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr das Ganze feiert. Ich würde mich über 10.000 Likes freuen. Ich denke mal, das wird mein krassestes Pack-Opening-Video bis jetzt in FIFA 21 sein, weil ich habe Banger-Karten gezogen, Freunde. Deshalb eskaliert auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch aktuell aussieht mit Wood Champions. Was habt ihr geholt? Wie waren eure Rewards? Gerne reinschreiben. Und dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht mal so viel Zeit, sondern schalten erstmal nach gestern in den Stream, wo packmäßig schon gut aussah. Wenn einer von der Crew denkt, er hat die 90 plus Icon-Wette gewonnen und das Video hochlädt und sich richtig abfeiert, lade ich einfach mein Video hoch und sag, Bruder, sorry, aber du bist ein bisschen zu spät. Das war mein Masterplan, aber ich habe leider nichts gezogen. Boah, es wäre so schön gewesen, hätte das funktioniert, ne? Aber mal eins in den Chat. Wäre das geil? War die Idee gut? War die Idee gut? Wie krass wäre das gewesen, Alter? Stell mal vor, Teezy zieht eine 90-Plus-Icon, ist die Schiebel am Abfeiern. Oha, Digga, wir sind die krassesten. Und einen Tag später lade ich einfach das Video hoch und mach den hier. Sorry, Leute. Sorry. Ich will einfach nur sorry sagen. Es wäre schon 200 IQ-Play. Halt's mal jetzt eine Icon. Mbappé. Oh! Ja! Geld, 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 Geld! Klicks, 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 Klicks! Wow! Kilian, Junge! Komm ran! Komm ran! Let's go! 1 Million in die Tasche! Let's fucking go! Du Ehrenmann! Erste Mal Mbappé dieses Jahr! Komm ran! Komm ran! Geil, Alter! Hat gratis 3-0 gemacht, ja? Und hier kommt er passend ins Pack? Nicht schlecht für ein Road to Glory Account. Ja, will ich doch meinen. Alter, einmal mal bitte schön die Kanada. Einmal mal bitte die Kanada-Flaggen in den Chat. Mbappé zeigt auf die Karte. Hier, können wir einmal hier auf meinen Horn auf der Stirn zoomen? Das ist das goldene Packlack-Horn hier. Let's go. Nice. Boah, was? 1,1 Millionen immer noch. Ja, GG. Ey, Tom. Jetzt, wo ich Mbappé gezogen habe, können wir uns wieder vertragen. Ich komme mit einem Friedensangebot. Deine Player-Picks waren gut. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen. Gestern im Stream lief gut. Ja, war gut. So ein Mbappé zum Mitnehmen. Wer gestern den Stream geschaut hat, der weiß, dass ich aber schon so eine generelle packmäßige Grundstimmung hatte, die ganz gut war. Wir schalten nochmal einen Tag zurück. Da habe ich nebenbei ein paar Streams geguckt und 45 Capex geöffnet. Und da ist das passiert. Was? Halt's Maul zurück. Lol. Ja. What the fuck? Was? Hä? Ich hab gerade einfach nebenbei Aufnahme laufen lassen. 45 Capex, glaube ich, sind es gezogen. The fuck? Ja moin, er ist einfach immer noch 800k wert. Ja, dann herzlich willkommen bei einem weiteren YouTube-Video von mir. Dankeschön für die Free Klicks, EA Sports. Also einmal Kontext für euch. Ich habe hier nebenbei ein paar YouTube-Videos und Streams geguckt und nebenbei einfach diese 45 Capex geöffnet. Stabil. Ja. Läuft. Ja, Freunde, und nach diesen ganzen guten Packs landen wir... Mann, ich habe schon wieder geklatscht. Landen wir also hier bei den Wood Champions und Division Rivals Rewards, die wir uns jetzt auch direkt abholen. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also mir ist es relativ scheißegal, was hier heute drin ist. Wir kriegen 1,35 und 1,55 Carpack aus Division Rivals. Gehen da direkt rein, Freunde.
heute die Rewards auch gar nicht mal so krass. Also ich habe nur bis Gold 2 gespielt. Sonntag, der Stream ist ja ausgefallen. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie krasse Erwartungen oder so. Aber es wäre halt typical, wenn ich Gold 2 hole und dann meine Player-Picks irgendwie komplett krass sind. 35k-Pick Nummer 1, ohne Walkout, ohne 83+, perfekt. Und ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was kriegt man bei Gold 2? Müssen wir gleich mal reingucken. Hoffentlich gute Player-Picks. So, 55k-Pick aus Division Rivals wird wahrscheinlich auch nichts sein. Brasil kann ich, Innenverteidiger. Felipe von Atletico, 84er Rating, ist okay für SBCs. Am Freitag kommt ja das Freeze-Event raus. Da übrigens schon mal die Information für euch. Wird es einen wunderschönen Dual-Stream wieder mit dem guten Steine geben. Also Freitag auf jeden Fall einschalten zum Dual-Stream. Freeze-Event, keiner weiß, was es sein soll, aber wir werden uns das auf jeden Fall mal anschauen. So, dann kommen wir zu den Foot Champions Gold 2 Ehrenrewards. Zeig her, Alter, was kriegt man da? So, also, seltenes Goldpack, seltenes Megapack, was ist das? 25k-Pack, 2 35er, 45.000 Coins, gut, und 2 Player-Packs. Alter, das Team of the Week sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Pogba, Son, wen habe ich vergessen? Mohamed Salah gibt's auch noch. Quadrado brauche ich. Und Pogba brauche ich für mein Team. Also die in Rot wäre absolut Ehre. Ich werde in jedem Player-Pick Baumgartlinger zur Auswahl bekommen. Wie der seinen Inform gekriegt hat, weiß ich nicht. Ich gegen Stein gespielt. Wir starten auf jeden Fall mal rein. Ich habe gar keine Erwartung, Alter. Ich habe die letzten 2 Tage sowieso viel zu viel Packler gehabt. Also scheiß drauf, ja. Komplett egal. El Arabi 84, Piontek mit 82 von der Hertha. El Arabi 89 Schuss, ne? Ich glaube, dann nehme ich mal für die Hertha, für die Herthaner hier, für die Derby-Sieger, nehme ich mal einen Piontek mit wegen Bundesliga. Ich kann vielleicht nächste Woche schon ein Upgrade-Pack machen. Muss ich gleich mal gucken. Aber ja, das war halt... Es ist Gold 2, Alter. Ich habe gar keine Erwartungen. Da bin ich oben und early. So, Player-Pick Numero dos. Show me. Einfach Pogba machen. Auf Ehre. Komm, Nummer 2, wir gehen rein. Ja, Baumgartlinger. Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es war einfach so klar. Ja, komm, Alter, für die Demütigung. Ich nehme den mit. Hier, Bundesliga, ole ole. Hype. Für gutes Karma. Jetzt gewinnt Schalke am Wochenende, weil ich den Player-Pick genommen habe. Also bleiben uns noch Packs. Ein 25er, 2 35er. Da gehen wir noch rein und dann sind wir mit den Rewards auch diese Woche durch. War mal eine schnelle Nummer. Oh, Walkout. Okay, war keine schnelle Nummer. Ist es Inform oder Team of the Group Stage? Digga. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Das sah nach Inform aus, aber in dem Moment, wo Portugal kommt, schaltest du ja nicht. Digga, was wäre das denn für ein Video gewesen? Neymar, Ronaldo und Mbappé in einem Video. Okay, Lopez. Ja, es ist okay, Digga, es ist okay, ja. Da haben wir gar keinen Stress. 86er Lopez nehmen wir mit. Alter, was wäre das denn jetzt für ein Move gewesen? Junge, ey. Aber wir haben ja auch noch 2 35er. Alter Falter, so, 35er. So ein Back-to-Back-Walkout wäre mal auch schön gewesen. Sind die Team of the Group Stage stimmt, aber meines sogar noch heute bis 18 oder 19 Uhr zu ziehen, glaube ich, ne? Aber gut, ich meine, morgen kommt der A-Freeze-Event. Iličić ist am Start. Nübel, guter Mann. Bisschen Coins wieder mitnehmen. Gelb-Magenta-Stadion-Farben zum 100. Mal. Keine Ahnung, wer sich das machen möchte. Und dann gehen wir rein ins allerletzte 35k-Pack in der Hoffnung, dass wir das Video hier noch mit einem guten Spieler beenden können. Ja. Spanien, Innenverteidiger, Ramos. Ah, schade. Ey, aber 2 Walkouts aus den Gold 2-Packs ist gar nicht mal verkehrt. Die waren jetzt beide nicht krass viel wert, aber... Nehmen wir mit, Gerard Piqué, 86, der Ramos hat natürlich besser geschmeckt, aber alles in allem würde ich sagen, in Ordnung, wie gesagt, ich habe an den Rewards irgendwie gar keine Erwartung gehabt, ne? Also das waren halt wirklich schlechte Gold 2 Rewards, so, ne? Da seht ihr auch mal, alle sagen immer, oh, Gold 2 OP, oh, die Goldringe sind so krass, bei mir nicht. Also Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, es war packmäßig sehr viel dabei, wir sehen uns morgen wieder zu dem Stream. Und in der Weekend League. Ich habe wieder Bock durchzuziehen. Das heißt, nächste Woche Donnerstag gibt es dann auch hoffentlich zumindest mal wieder Gold 1 Rewards. Ich schwitze auf jeden Fall auf Elite, weil ich habe ja ein ganz schönes RTG-Team mir da zusammengebastelt. Also schaltet morgen ein, Freunde. Bis dahin, ich wünsche euch einen traumhaften. Macht's gut und ciao, ciao.